In Mission 2 der Trojaner-Kampagne bewegen wir uns von schlimm zu schlimmer. Die Schiffe, mit denen wir entkommen sind, sind einem Sturm zum Opfer gefallen, wodurch wir mit sehr wenigen Rohstoffen an einer eher unbrauchbaren Küste gestrandet sind. Unser Ziel ist es, eine neue Flotte aus 3 Fähren und 3 Kriegsschiffen zu bauen, sowie 3 Karren und 10 L3-Soldaten jeder Gattung zu rekrutieren. Gefahr droht uns dabei aber von einem dunklen Volk, das den Großteil der Insel dominiert. Das hier ist auch die einzige Mission dieses Add-ons, in der das dunkle Volk erscheint. Das dunkle Volk hat Zugang zu meiner Koptan, dazu aber gleich mehr. Die beiden Felsflecken im Osten enthalten Kohle und Stein. Im Westen finden wir ein größeres Gebirge mit Kohle, Stein und Eisen. Im Südwesten ist ein kleines Gebirge mit Gold. Die weiteren Gebirge im Gebiet sind leer, nur im Gebiet des dunklen Volks wären weitere Bodenschätze zu finden. Unsere Gebirge sind auch ziemlich mager gefüllt, weshalb ich von einem normalen Aufbau stark abraten muss. Schickt eure Fähre nach Osten, um einen Hilferuf abzusetzen, und startet mit einem Holzfäller, einem Sägewerk und einem Steinmetz. Letzterer muss dabei zuerst mit Stein versorgt werden, damit es hinhaut. Kümmert euch danach darum, Gold und Kohle zu besorgen und einen großen Tempel plus Mana-Produktion zu bauen. Wir werden den Großteil der benötigten Rohstoffe aus Geschenken beziehen. Behaltet aber die Zeit im Auge. Wenn ihr euch einmal Video zu Manacoptern erinnert, wisst ihr vielleicht noch, dass es 2 Missionen gibt, bei denen das dunkle Volk mit einem Manacopter startet. Und das hier ist die zweite. Das bedeutet, dass dieser Manacopter euch unabhängig davon angreifen wird, welche Gebäude ihr baut. Nach Ablauf der Schonfrist wird er kommen, aber da ihr Level 2 Soldaten habt, solltet ihr den ersten Angriff standhalten können. Es ist wichtig, dass ihr den Manacopter nicht entkommen lasst. Nutzt Safe Games, wenn ihr müsst. Die weiteren Manacopter spielen dann wieder nach den üblichen Regeln. Sichert aber auch den Übergang im Nordosten mit einer Burg, da das dunkle Volk später mit dunklen Gärtnern expandiert. Sobald ihr euch um das Ziel kümmern wollt, baut ihr eine Werft, 3 Fahrzeugmanufakturen und plant einen gesicherten Ort für eine Schmiede. Ihr werdet eine Waffenschmiede brauchen, um an die nötigen Rucksackkatapulte zu gelangen. Sobald ihr die Baustelle setzt, werdet ihr zum Ziel für Manacopter, also habt ein paar große Türme, bevor ihr das tut. Die 3 Fahrzeugmanufakturen lassen euch 3 Karren bauen, ohne dass ihr sie mit Eseln oder Waren ausstatten müsst, denn für das Missionsziel zählt nur der Karren selbst, nicht seine Fracht. Sobald ihr alles habt, gewinnt ihr die Karte automatisch. Die Soldaten dürfen sogar in Türmen stationiert sein. Diese Karte ist etwas frustrierend gestaltet, da die Rohstofflage so mickrig ist. Ich denke, das hier wäre eine gute Gelegenheit gewesen, statt Eisen üppige Mengen Schwefel zu platzieren und den Spieler mit dem Umwandlungszauber arbeiten zu lassen. Wobei der in Vanilla immer noch dem Geschenkzauber unterlegen ist.